Hallo und herzlich willkommen zurück mit Sasel zu einer neuen Folge Dark Souls 3. In der letzten Folge ging hier alles ganz schön drunter und drüber, was das Wort ist. Aber jetzt sind wir erstmal wieder sicher und behütet im Feuerbannschrein und chillen hier einfach mal so ein bisschen. Wir haben in der letzten Folge außerdem eine Estus-Flakon-Scherbe bekommen, deswegen bin ich überhaupt hier, damit wir die hier eintauschen können. So, zuweisen. Ach Quatsch, nein. Verstärken. So. Tada! Und nicht 13? Was geht hier ab? Habe ich nicht gerade? Doch, da steht doch 13. Ach so, ich muss mich erstmal. Ja, okay, ich muss mich erstmal ins Leuchtfeuer setzen, damit ich das bekomme. Ach, ich dachte schon. Aber ja, ist mir glatt entgangen. Ist schon so einiges in dieser Session hier. So, immer noch im großen Archiv unterwegs. Aber jetzt haben wir erstmal mal ein paar andere nette Orte, die wir abklappern müssen. Bei dem einen haben wir gestern die Bekanntschaft mit zwei Flügelrittern gemacht. Die scheinen auch nicht gerade schwach zu sein. Vor allem sind es zwei und gegen einen zu kämpfen war schon bitter genug. Und das sind, die heißen nicht nur Flügelritter, die haben auch tatsächlich Flügel und die können fliegen. Also die sind wahrscheinlich dann noch stärker. Also, ja, das kann interessant. Das wird jetzt mega lustig. Aber ich will wissen, was da oben ist. So, nicht in den Fahrstuhl rennen. So, und ansonsten steht so ziemlich der letzte Boss an, wenn es überhaupt der letzte Boss ist. Ich glaube irgendwie noch nicht so ganz dran. Ich glaube, danach kommt noch was. Weil, wie wir in dem Sneak Peek letztes Mal gesehen haben, ist ja auch noch dieser eine Frau da, wahrscheinlich die Schwester oder sowas. Vielleicht sogar die Mutter, das kann auch sein. Ich glaube aber eher Schwester, weil die redet ja von Brüdern. Muss ja die Schwester sein, ne? Stimmt ja, da war was. Brüder, ja. Brüder und Mutter, funktioniert nicht. Jedenfalls die Schwester und vielleicht muss man sie halt nicht bekämpfen, aber irgendwas muss man bestimmt mit ihr machen. Was lasse ich mal so dahingestellt. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hoch und das möglichst ohne getötet zu werden. Okay, hier kommen wir weiter nach oben. Sind sie unten? Ja. Okay, den sind wir mal locker aus dem Weg gegangen. Hier kann man wieder runter, so wie es aussieht. Was ist das hier? Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, wofür diese winzige Kammer gut ist. Lass uns einfach mal so stehen. Vielleicht hat es ja irgendwas damit zu tun, was oben ist. Gehen wir doch erstmal hoch. Die da, ich habe nicht wirklich Lust, gegen die zu kämpfen. Es reicht nicht, solange die da zu zweit aufeinander hocken. Na, sieht aber so aus, als müsste ich jetzt irgendwie an den vorbei. Jägerring, was haben wir denn da? Na, da ist er. Mit Geschicklichkeit. Boah, plus 5. Wow. Das wäre natürlich gut für mich, ne? Was soll ich dafür einen Rubin opfern? Das ist gleich schwer, okay. Ha, mehr Schaden, heilen. Mehr Schaden, heilen. Mehr Schaden. Muss ich ganz klar sagen. Aber heilen kann ich mich auch so. So, was mache ich jetzt mit denen hier? Okay. Okay, hier stehe ich gut. Hier stehe ich echt gut. Ich war aus Illusion. Hurra für sinnlos. Ja, das dachte ich mir auch. Okay, da kommen wir nicht wieder zurück. Wir müssten da runter. Oder wir rennen darüber. Ah, oh, da steht aber auch einer. Es wird knifflig. Es wird knifflig. Ich kann mich natürlich immer noch zurückporten, aber. Wo ist da die Herausforderung, ne? Wie geht's einfach dadurch? Okay. Sind wir safe? Sind wir safe? Hat mich hier keiner bemerkt? Okay.
super. Stealth erfolgreich. Ich wurde nicht gesehen. Ich wurde nicht bemerkt. Ich bin nie da gewesen. Weil die Typen sehen einfach nicht nett aus. Und da ich Gefahr laufe, dass ich gegen zwei von denen kämpfen muss, wenn nicht sogar noch mehr, da riskiere ich lieber nichts. Auch wenn ich jetzt keine Seelen dabei habe und ich nicht wirklich was verlieren würde. So, jetzt wird es nämlich schwer genug. Jetzt müssen wir uns nämlich hier durchkämpfen. Und hier ist einiges an Gegnern. So, erstmal zack. So, den können wir einem mitgeben. Muss aufpassen, hinten sind nämlich noch irgendwo Schützen. Genau, komm du doch mal zuerst hier. Oh, falsch. Das wollte ich. Nein, nein, das wollte ich bestimmt nicht. Das wollte ich. Hehehe, läuft doch, oder? Ich habe aber trotzdem Schaden genommen. Das ist nicht so optimal hier. Vielleicht doch lieber bei Schwert und Schild bleiben. Ha, genau wie früher. Wow, der lebt ja noch. Alter, komm runter. So, erst der Schütze. Zack. Zack. So. Ach, das ist auch ein Schütze. Oh, nice, Estus. Vielleicht bekommt man ja Estus, wenn andere Estus einsetzen. Das wird irgendwie Sinn machen. Weil logischerweise setzt man da Estus ein, wo man Estus braucht. Und es macht dann Sinn. Ja, jetzt kommen die ganzen Schildhainis, aber Schildhainis sind ja meistens nicht sehr aggressiv, also können wir uns vielleicht trotzdem erst die hier holen. Oh, shit. Der, bei dem sieht die Sache natürlich anders aus. Der ist sehr aggressiv. Ah, die anderen da. Zack, zack und weg. Und den auch noch. Und hat ein Schild, scheiße. Ja, nicht von den Bolzen getroffen werden. Ah, Mist. Okay, den hätten wir schon mal. Das war zum Glück einer von den ersten Rittern, nicht von diesen anderen Typen, die so ultra stark sind. Okay, können wir erstmal an denen vorbeilaufen? Ich will erst den Schützen haben. Zack. Und weg. So, jetzt will ich aber schon zusehen, dass ich die töte, weil ich könnte es natürlich auch einfach weiterlatschen. Die würden mir niemals, würden mich niemals mehr kriegen. Aber da oben kommen noch viel mehr Gegner. Wenn ich dann zurückweichen muss, will ich nicht die Typen hier im Nacken haben. Wahrscheinlich kann ich auch einfach da so auf die drauf hacken. Oh lol, als ob. So, lass das mal. Zack. Und weg damit. So, du auch. Oh, okay. Er hat sogar mich angegriffen. Hammer. Aua. Ich dachte eigentlich, der überlebt nicht lange mit seiner Polster. Hat nicht so viel Polster, aber er hat doch mehr, als ich dachte. Hat doch ganze zwei Schläge geblockt. Ich dachte, er schafft nicht mal einen. Vielleicht gerade so. Von der Seite ist das auch so. Okay. So, 10 Estus verbleiben. Ich habe ja zum Glück ein bisschen was dazu bekommen. Sonst wäre das hier eng geworden. So, jetzt wird's interessant. So, Nummer 1. Den schnell anlocken, bevor der andere was merkt. Und möglichst nur gegen einen kämpfen. Oh, da hinten kommt noch. Kommt der dritte, ey. Scheiße. Du kannst auch gerne stehen bleiben. Ich kann auch gern einfach zurückbleiben und schießen. Da habe ich kein Problem mit. Aha. Ich glaube, wir haben seine Aufmerksamkeit. Aber der andere bleibt nicht stehen, leider. Das ist mir echt zu riskant momentan. Oh, nice. Hat mich verfehlt. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Wie so oft. Was das?
Na, da hielt er sofort sein Schild, okay. Oh oh. Ah, schon wieder. Ich wollte genau dann schlagen, als er auch dachte, okay, schlag jetzt mal. Das hättest du nicht tun dürfen. Dafür kriegst du dermaßen auf die Fresse. Ich zwar auch, aber ist es mir wert. Ich hab's sofort zurückbekommen, lol. Könntet ihr bitte mir nicht so auf die Pelle rücken? Danke. So. Erst den. Gut, wenn er so. Wenn du so das Spiel spielen willst, okay. Schon wieder. Jedes Mal. Ich weiß nicht, ob ich nah genug rangekommen wäre, deswegen schlag ich lieber so zu. Das nutze ich mal, um mich zu heilen. Hat er halt seinen Buff, ne, und. Ah. Ich find's lustig, wie die es immer schaffen, meinen Shit wegzuschlagen und dann nichts daraus machen. Yes! Boom! Und den da noch dazu. Schon wieder überall große Titanitscherben. Wie viele soll ich denn noch bekommen? So. Hallo! Wunderschöner Kopfschuss. Punish. Oh, daneben. Oh, scheiße. Okay, ich kann mich heilen. So. Schaden mache ich aus, ist ja nicht, ne? So, jetzt ist er weg. Zack. Okay, das habe ich mir schwerer vorgestellt, ganz ehrlich. Wieso geht jetzt meine Kamada hoch? Ich meine, ja, das sieht geil aus und ich... Ja, aber... Warum? So, ich glaube, damit haben wir alle. Okay. Da geht's jetzt als nächstes rein. Kurz ein Foto. Mit diesem wundervollen Bauwerk, das gar nicht auf das Bild passt, weil es so riesig ist. So, kurz umsehen. Nein. Und das Boss, das wissen wir. Ah ja, und hier war einfach eine Gebietsbegrenzung. Dann ist hier wahrscheinlich eine Abkürzung oder so. Keine Ahnung, aber wir gehen auf jeden Fall erstmal hier lang. Ja, das sieht doch schwer nach einer Abkürzung aus. Die Frage ist, wohin? Komplett neues Gebiet. What? Das wäre es jetzt. Einfach mal was komplett Neues. Jetzt ist man unten in Janem oder so. Das wäre awesome. Aber das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Das wäre echt ein bisschen viel verlangt. Ach, Leute, ich bin hier. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wo hier das nächste Leuchtfeuer war. Ach, jetzt kann man da zu dem anderen und bis nach ganz unten. Wow. Krass. Das hier ist aber auch ein ganz guter Weg. Obwohl, man kann ja auch einfach zur Drachentöterrüstung von da aus zurückgehen. Gut, das heißt, wir müssen die ganzen Querelen hier nicht nochmal machen. Das ist schon mal sehr gut. Gut zu wissen. 20k Seelen schon wieder. Aber es ist inzwischen schon gar nicht mehr so viel. Alles, was nicht für ein Level abreicht, ist nicht viel. So. Na, jetzt habe ich aber schon die Glut. Also, glaube ich, werde ich mir einfach Hilfe holen. Weil ich werde es bestimmt nicht alleine beim ersten Anhieb schaffen. Das glaube ich nicht. Und hier ist dann auch keine Nebelwand. Nur für andere. Okay. Hier ist aber... Doch, da ist einer. Ich würde es halt schon gerne erstmal allein versuchen, aber das wäre jetzt dumm, wenn ich dafür jetzt extra meine Glut verschwende. Ich rechne nicht, wo ich so viel... Ja, okay, es sieht aber so aus, als wäre ich mal wieder gezwungen, das alleine zu machen.
Ha. Ich würde natürlich schon gerne allein besiegen. Aber wie gesagt, das ist halt riskant jetzt. Außerdem habe ich nur noch 6 Estus. Und das war ja das letzte Mal schon knapp. Und da hatte ich, glaube ich, auch 6, wenn nicht sogar 7. Nicht voraus Glück. Einmal gut durchatmen. Okay. Wir sind bereit. Los geht's. Es gibt sowieso erstmal Filmchen. Oh dear. Another dogged contender. Ja, hi. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Wieder neuer Titel. The mantle of Lord interests me none. Aha, okay. The fire-linking curse. The legacy of lords. Let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Hallo. Du siehst nicht sehr gesund aus. Wow. Cool, können wir uns direkt mal heilen. Okay. Zack. Na, damit. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir mich nochmal treffen können. Oh, shit. Darf ich kurz heilen? Nein? Okay. Das war nur eine Frage. So, jetzt darf ich mich aber heilen. Nein! Oh gut, hab ich dich getroffen. Ah, muss ich echt jetzt mal gucken. Ah Mann, ich denke diesmal ein Shit, weil ich denke, ich muss meine Ausdauer sparen. So, nah ran. Das ist gemein, dass es immer so wegportet. Nix da. Autsch. Und das Mann ist es weg. Und fast hätte ich es schon wieder bereut. Schau mal, dass ich es benutzt habe. Okay, wenn man ganz nah auf der rechten Seite steht, dann misst einen der erste Schlag, so wie es aussieht. Natürlich kann man auch einfach wegbleiben und warten, bis der sich portet, weil dann wird er sich ja zu einem porten. Oh lol, hallo. Und dann kann man blocken und dann hat man vielleicht sogar noch Ausdauer übrig, um zuzuschlagen, weil es ist gerade so das Problem. So, jetzt den Angriff machen. Ah, gut, das war jetzt der schwere Angriff, sag ich mal. Oh, gut, dass ich ein Feuerschild habe. Aber ich habe jetzt überhaupt nichts zu heilen. Der kann mich jetzt so einfach runterklatschen. Ich kann nichts dagegen machen. Yep, das war's. Also das lief schon mal nicht gut. Da müsste ich echt erstmal Mittel finden. Dabei ist das eigentlich gar nicht so schwer. Es ist ziemlich predictable. Aber ich kann halt die Angriffe nicht gut blocken, weil ich, wenn ich die blocke, kriege ich trotzdem Chip-Damage wegen dem Feuerschaden. Und der frisst einfach so viel Ausdauer, dass ich dann nicht mehr zuschlagen kann. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal... Ja gut, also ehrlich gesagt, den Weg kann ich auch laufen, ne? Porten ist wahrscheinlich langsamer. Wegen den ganzen Loading Screens. Also ja, wäre schön, wenn mir jemand da helfen würde. Nur
Hat mal wieder kein Glück mit. Also schwer scheint er echt nicht. Ich habe nur ein Problem mit der Ausdauer. Ich müsste halt gucken, wie ich auf seine Angriffe besser reagiere. Ich könnte natürlich versuchen, einfach durchzurollen, aber... Ha! In Dark Souls 3 war ich damit bisher immer ein bisschen, na, skeptisch, sag ich mal. So, hoffentlich... Wieso fährt er nach unten? Bin ich in den Falschen gelatscht oder was? Oder, Moment, wo bin ich? Bin ich hier richtig? Lol. Lol. Was ist das hier? Titanit-Scholle, ich fass es nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich will eigentlich... Ach so, kann ich nicht, weil er schon hier ist. Lol, hier unten ist die Titanit-Scholle. Was geht hier ab? Aber wo ist da eine andere Lift? Ach so, wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, dann fährt er nach oben, oder wie sieht das aus? Hurra für Vorrichtung. Nö. Hä? Wo ist der andere Lift? Ich hab mich irgendwie verrannt. Oder müsste ich dann wieder wie bei Sigma ja ganz am Anfang da drauf und dann... Oder nee, Siegwart heißt er hier. Hat den auslösen und dann schnell runter? Keine Ahnung. Aber ich will da hoch. Das hilft nur eins, ausprobieren. Tatsächlich. Okay. Hoch da. Ich hoffe mal, dass jetzt die Gegner, dass wir wirklich an den ganzen Gegnern vorbeilaufen. Und dass wir uns nicht nochmal mit denen anlegen müssen, oder zumindest nicht mit allen. Okay, wir warten, bis die vorbei sind. Hoffentlich bemerken die mich hier nicht. Ganz langsam und geschmeidig. Okay, ich glaube, wir sind sicher. So. Glut drin hier hauen und nochmal. Hab er genug. Jawohl, ist schon besser. Wen haben wir hier vorne? Sehen Sie. Okay. Na, sind sie? Wo bist du? Na? 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 Ah, wo bleibt er? Aha. Das Symbol ist verschwunden, das ist ein gutes Zeichen. Da ist er. Hallo, Sense! Stellt euch vor, ihr kämpft mit der Sense. Das ist aber einfallsreich. Okay, Sense. Los geht es hier. Oh, cool. Okay, auf geht's. Oh, geil. Das ist mal voll eins auf den Sack gekriegt. Oh, ich auch. Oh, cool. Läuft ja momentan hier. Läuft richtig gut. Läuft richtig scheiße. Yay, ich habe Schaden gemacht. Ah, da ist er. Oh Gott, ey. Ich war jetzt gerade am überlegen, schießt er auf mich oder schießt er auf den anderen? Und ich dachte eigentlich, er schießt auf den anderen, aber ja, das war unglaublich dämlich.
Das war das. Oh Gott. Miscalculated. Okay, wir machen hier nochmal Schluss. Und in der nächsten Folge wird er das Zeitliche segnen. Dann ist der. Sowohl der Ältere als auch der Jüngere Prinz, komm, was da wolle, es stirbt. Und vielleicht nehme ich doch zwei Leute mit. Es ist doch, also, ja. Ich meine, die sind auch zwei. Und normalerweise kämpfen wir gegen einen mit zwei. Also können wir jetzt gegen zwei, drei kämpfen, oder? Das ist fair, oder? So, jedenfalls sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und irgendwie werden wir den schon Daumen kriegen. Bis zum nächsten Mal.